Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. So, ich bin fast fertig mit der Gongaga-Region und Hauptquest sollen wir jetzt auch schon die Region wieder verlassen. Ich werde jetzt noch die letzten Nebenaufgaben hier abschließen und noch den geheimen Gegner, der hier noch auf uns wartet. Und dann können wir auch schon aufbrechen zu Reds Heimat. Aber erstmal alles fertig machen. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück zum Let's Play. So, was natürlich noch fehlt. Meine Messungen ergeben, dass du bei bester Gesundheit bist, Cloud. Aber ja, du schläfst nicht genug. Das stimmt. Darauf solltest du ein Auge haben. Nutze doch die nächste Gelegenheit für eine Rast. Ich bin völlig ausgeschlafen. Wir müssen uns natürlich noch die Essbar aus dieser Region hier holen. Die Gongaga Essbar. Und zwar ist das Kujata. Kujata, der Riesenstier. So, da kriegen wir auch Kujata 4 Sterne für. Da. Sieht ganz cool aus. Es ist eine Essbar, die jetzt nicht so fame ist, wie jetzt zum Beispiel eine Shiva, Ifrit und so, die man so kennt. Oder Leviathan und sowas. Odin, die großen Essbar. Ist Kujata da eher so eine Nischen-Essbar, würde ich mal bezeichnen. So, ich habe sie geschwächt auf 3. Wir nehmen das, wir nehmen Cloud und dann nehme ich Yuffie. Yuffie hat bestimmt Bock auf ein bisschen Essbar-Action. Leute, danke für den Daumen hoch in der letzten Episode. Okay. Bedrohlich sieht er ja aus, der Gute. Aua. Oh. Yo, da wollte ich gerade noch wegrollen. Ich wusste nicht genau, wo er landet. Mach mal Flammenblitz. Ist jetzt Schluss. Nicht übertreiben. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Was war das? Was? Feuriges Horn. Okay, hart gestunt wurde Aeris auf jeden Fall. Er hat seine Farbe geändert. Sieht schön aus. Lila. Genau her. Vielleicht ändert er auch seine Elemente. Wechseln. Ja. Zu Diensten. Ich präsentiere Yuffie-Plikation. Yuffie mal 2. Nicht viel Eis. Unterschätzt mich nicht. Okay, Schwäche haben wir gefunden. Es ist Luft. Lieb von dir. Jetzt erst recht. Können also ein bisschen Luftzauber machen. Oh, dieser Ansturm ist aber auch echt sticky. Echt krass. Hat auch ganz gut rein. Komm, wir machen mal einen heiligen Magiekreis. Dann kann ich vielleicht zweimal Luft zaubern. Ich glaube, Yuffie müsste auch Luft dabei haben. Ich mach das. Ja, Klautsch. Bleib halt nur stehen. Auf in den Kopf. Auf in den Kopf. Magie. Ja, sie hat Luft dabei. Ein Sturm zieht auf! Gib noch mehr! Okay, er ist nur anfällig gegen Luft, wenn er lila ist. Nicht, jetzt erst recht. Schluss mit lustig! Okay, jetzt ist es auf Feuer. Jetzt müsste ich wahrscheinlich Eis nehmen. Ich bin bereit. Aua. Komm schon! Komm schon! Okay, Eis. Eisra. Hatschi! Nochmal! Ja. Übernimm du! Wird erledigt! Sie hat doch hier noch ihre geilen Frost-Ninjitsu. Jetzt wird es kalt! Jetzt ist Schluss! Zieh dich zurück! Schockanfällig. Das war's. Jawohl. Der Feind ist geschwächt. Ja. Und tschüss. Okay. Der ist für dich. Ende mit Schrecken. Krieg ich das noch durch? Nein. Dann leider hat das Aufladen zu lange gedauert. Und los. Ja, was ist los? Und los.
Gebet. Arbeiten wir im Team. Okay, er ist Eis. Er ist Eis. Flammen-Jutsu. Kannst du mal? Jetzt erst recht. Hat Cloud noch Feuer dabei? Nee, ne? Synchrofähigkeit können wir noch machen. Blütensturm. Gemeinsam schaffen wir es. Für dich. Nicht schlecht. Den hätte ich ausweichen können. Und tschüss. Okay. Noch die Synchrofähigkeit? Nee. Wir machen... Wir holen mal Titan raus. Dein Einsatz. Übernimm du. Überlass das mir. Ich hab genug. Los! Los! Wow, 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 wow. Übertreib's nicht. Okay. Mit dem Eisschlittern. Ja. Du kannst noch. Jetzt, oder? Eine Lehrstunde. Ich glaub, das passt. Herr Box nicht, ja? Komm schon. Du schaffst es. Keiner darf euch ein Leid antun. Oh, er macht Disaster. Das ist sein Ulti. Und Aeris ist auch noch nicht mit ihrem Limit fertig. Alles passiert auf einmal. Ich glaube, Aeris wird sterben. Cloud vielleicht auch. Okay, alle drei Elemente. Was? Ja, ja. Zum Glück gibt's die gute alte Yuki, was? Ja, ja, ja. Erstmal haut er auch noch seine Ulti raus. Okay. Ein Effektfeuerwerk. Wie kann das sein? Ja. Aber Yuki ist alleine. Das ist nicht so gut. Oh nein, ich kann auch nicht wiederbeleben. Tja, Yuffi. Du kannst dich auch nicht heilen, ne? Nee. Das ist ganz schön scheiße. Kleiner Griff in die Ninja-Trickkiste. Ganz ruhig. Jetzt nur keine Panik. Das wäre so knapp. Ich habe ihn fast gehabt. Hab dich gewarnt. Du fiese Flöte. Geschwächt? Nee. Großer Dachau, bleib in deiner Kraft! Autsch! Nein! Nein, ich bin gestunt! Nein! Oh, wirkungslos! Hui, das war knapp. Oh ja, mach mal Limit. Vielleicht reicht das ja. Komm, Yuffie, du schaffst es! Er hat nicht mehr viel. Er lebt noch! Nimm das! Geschieht dir! Ja, gewonnen! Gewonnen! Yuffie hat's gerettet. Alle tot. War okay. War okay, ja, war okay. Er hat laut, war okay. Huiuiui. Ah, ich hab mit Aeris dann die andere Ulti gemacht, die nicht die Gruppe heilt, sondern diesen Zorn des Planeten. Hätte ich vielleicht Heilender Wind gemacht, denn wären die beiden nicht gestorben, als Kujata. Was für ein umwerfender Sieg gegen Kujata. Seine es Ulti gemacht hat. Es gehört einiges dazu, diesen vielseitigen Stier zu bändigen. Er wird euch sicher den Weg bahnen, auf dem ihr eure Reise durch die Welt weiterführen könnt. Dankeschön. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud. Aber Inszenierung war doch nice, oder? Wir haben die Ulti gesehen von Kujata. Synchron mit Aeris ihrer Limit, wo das so immer so hin und her gewechselt ist. Kujata dann einfach so alle Elemente benutzt. Feuer, Eis und Blitz. Und danach noch die Ulti von Titan, ey. Also inszenierungstechnisch war der Kampf doch echt schön. Okay, Yuffie, damit hast du auch verdient, dass du Kujata in deine Aufrufliste bekommst. Weil du hast hier noch Chocobo und Mokri, die 1er Stufe. Aber jetzt kriegst du... die nächste vier Stufen Esper. Kujata. Eine große Esper, die mit Feuer, Eis und blitzelementaren Angriffen verheerenden Schaden verursacht. Ihre Spezialfertigkeit Trisaster ist ein magischer Angriff, der die obigen Elemente alle vereint. Jo. Ignis Horn, Glacius Horn und Fulgur Horn gelernt.
Sehr cool. Man kann in diesen Simulationskämpfen halt keine Gegenstände einsetzen, das heißt keine Phönixfedern und keine Tränke. Daher war das echt knapp, aber die Limit von Yuffie hat den Karren aus dem Dreck gezogen. War cool. Schöner Kampf. Hat Spaß gemacht. Hauptsache es wird optisch. Also es war optisch schön. So, da warten jetzt die Nebenaufgaben hier auf uns. Zwei Stück gibt es. Einmal beim Schmied und die andere soll hier irgendwo hier vorne noch sein. Oder? Laufe ich drauf zu? Da. Auftrag der Jugendwehr. Endlich sind alle Setzlinge da, wo sie hingehen. Der Ruhesuch ist in Gongaga gelaufen. Ja, und den geheimen Gegner in dieser Region habe ich auch schon gefunden. Wir haben das ja im Junon, wo es ja der Gedankenschinder war. Dann hatten wir den Tombury-König in der letzten Region, in der Wüste. Und hier ist es natürlich, wie ich vorher schon vermutet hatte, der Morbol. Hier ist es irgendwo? Ist das nicht hier oben? Wo startet die Quest? Ey, nee, jetzt bin ich ins Wasser Und weiter geht's. Und weiter geht's, wer hat da geredet? Vielleicht ist es hier lang und dann rechts, links. Da, wo das Hühnchen war? Da! Ach, der! Seine Stimme haben wir gehört. Ich hätte da eine Bitte. Ja? Ich will stärker werden. Okay. Und mit eurer Hilfe wird mir das auch sicher gelingen. Dann kämpf gegen Yuffie. Mein Name ist Zotetsu. Ich bin in der Jugendwehr. Unsere Chefin hat mir von euch erzählt. Sie sagte, dass ihr selbst mit Shinras neuesten Waffensystem aufnehmen könntet. Ach, erzählt man sich das, ja? Nun, ich will ja nicht prahlen, aber genau so ist es. Ihr müsst mir unbedingt das Kämpfen beibringen. Will nämlich so stark wie Zack werden. Zack, sagst du? Er ist schon seit Kindheitstagen ein guter Freund von mir. Nachdem er das Dorf verließ, habe ich allerdings nichts mehr von ihm gehört. Ich schon. Aber er ist ja auch Soldat. Ob Frieden herrscht oder nicht, er wird bestimmt trotzdem viel in der Welt umhergeschickt. Warum willst du stärker werden? Warum wohl? Für die Sicherheit des Dorfes. Bei so vielen Ungeheuern, die hier herumstreuen. Natürlich hätte ich auch nichts dagegen, von meinen Kameraden beneidet und von der Chefin gelobt zu werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Für sowas haben wir keine Zeit. Tut mir leid. Wir sind nur auf der Durchreise. Bitte, ich flehe dich an. Hä? Du meinst mich? Natürlich, du bist die Stärkste. Du hast den gleichen Wurfstern wie Sisney. Ich habe ihn sofort erkannt. Du bist die Einzige, die mir weiterhelfen kann. Richtig. Bitte, würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich weiß ja nicht. Aber wenn du so sehr darauf bestehst, gegen einen kleinen Obolus in Form einer Materia ließe sich schon was machen. Mein Training ist allerdings ziemlich streng. Gewiss, ich bitte darum. Also gut, du hast es nicht anders gewollt. Wenn du bereit bist, treffen wir uns dort drüben, Schüler Nummer 1. Schüler Nummer 1. Ich bin allzeit bereit, Meisterin. Hey. Komm doch mit. Wird bestimmt lustig, Schüler Nummer 2. Folge Zotetsu. Mach ich. Aber ich gehe nicht zu Fuß. Ich benutze meinen Waldschokobo. Waldi. Weg hier, machen wir Platz. Alle, ihr steht alle im Weg. Leute, ihr müsst aber das Ding umdrehen. Das Ding hat auch Rückwärtsgang. So. Boah, wie langsam geht der? Ich bin neben dir. Sind wir schon da? Okay. Ninja zeichnen sich vor allem durch ihre Ausdauer aus. Mhm. Weshalb wir auch gleich mit der Schinderei anfangen. Ein Ninja muss im Notfall nämlich blitzschnell zu seinen Kameraden zurückkehren können. Kapiert? Jawohl, Meisterin! Mit dem Training beginnen? Ja. Okay, dann auf die Plätze. Fertig, los! Wie war's, laufen? Folge ihm.
Bleib immer schön konzentriert, mein Schüler. Wer wagt es? Weise mir den Weg, Meisterin. Frischer. Ja. Und tschüss. Jetzt. Das war's. Das ist aus. Ja. Und tschüss. Nee, das ist falsch. Ach, ich hatte Aufgaben? Hilf dabei, den Gegner dreimal zu treffen. Rufe, was? So knapp gescheitert. Kampf erneut versuchen. Okay. Hilf ihm dabei, die Gegner dreimal zu treffen. Zwei hat er gemacht. Und rufe Schockfälligkeit hervor. Na toll. So ein Kasper. Muss ich das nochmal machen? Wer wagt es? Ich glaube schon. Weise mir den Weg, Meisterin! Hab ich! Die Stücke! Dann übernimm mein Auftritt. Lass ihn doch mal dreimal! Genug! Bin ich jetzt dran? Einen Treffer braucht er immer noch. Ist alles okay? So, geschockt ist er. Verhindere, dass er kampfunfähig wird. Okay, dann kann ich jetzt töten. Es geht los! Warte! Du schaffst das schon! Jetzt erst recht! So, jetzt habe ich alle drei Aufgaben erledigt. Kommen bestimmt noch mehr Aufgaben, ne? Gut, und weiter geht's! Mhm. Ihn heilt Yuffie immer vollständig, uns nicht. Toll, Yuffie. Wie heißt so schön? Den Ninja im Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja, das Sprichwort kennt ja jeder. Okay, nächste Aufgabe. Zielen und Volltreffer! Rufe zweimal Schockanfälligkeit hervor, führe einen Schock herbei und verhindere, dass er kampfunfähig wird. Schock, Schock, Schock mal wieder. Schock, schwere Not. Und tschüss! Nichts überstürzt. Ich übernehme das. Erwischt! Erstmal gucken wieder, wie die geschockt werden. Gegen Eis. Das Schocken ist immer nie so das Problem. Halt, oder? Was? Das Schocken hat nicht gewesen, oder? Komm, bis hier und nicht weiter. Du bist dran. Er hat schon wieder gar nicht geschlagen. Hoppla! Flieg! Genau her! Ups! Hoch! Ups! Hey! Gut gemacht! Triffst du von da? Zieh dich zurück! Los! Asche zu Asche! Toll! Immer dieses Schockanfällig machen, das ist so lästig. Die sind schwach gegen Eis. Warum hat Eis den Schockanfällig gemacht? Der Welt. Wir gehen erst weiter, wenn das fertig ist, ne? Der große Held! Und Volltreffer! Lehre mich all deine Weisheiten! Hoch. Übernimm du! So, was waren bei den Froschen nochmal? Auch anfällig gegen Eis. Wir sind alle anfällig gegen Eis. Los! Nimm das! Was soll das? Jetzt wird's lustig! Tat's weh? Voll geschockt. Ah, da doch, der war jetzt schockanfällig. Da hat's geklappt. Vorsichtig, hier! Komm schon! Komm! Das war's! Los! Na! Schau da! Geh los!
Haben wir noch einen Frosch? Nee, ne? Nur der ist der letzte jetzt. Ich glaube schon, der muss auch noch schockanfällig werden. Das ist der letzte Gegner. Kalt, oder? Na, schon wieder eins. Mann. Fehlschlag. Ja, wegen einem nicht also. Versuchen wir es gleich noch einmal, Meisterin. Blöde Schockanfälligkeit immer. Die Gegner sind so auch. Die haben so viel Leben, dass du sie mit so einem gefährlichen Angriff einfach töten kannst. Lehre mich all deine Weisheiten. Ich zähle auf dich. Übernimm du. Komm schon! Los geht's! Die Küss-mich-Dinger waren das, die ich wahrscheinlich gemacht hatte. Geht's dir nicht gut? Ja, da hat's geklappt. Komm schon, jetzt auf den Küss-mich. Hatschi! Alles okay? Ja, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Das muss ich nur einfach töten. Natürlich einen noch wieder schocken. Du. Übernimm du. Er ist noch nicht fertig. Übernimm dich nicht, Tanine. Schluss mit lustig. Jetzt hab ich keinen geschockt. Ey, du bist so konzentriert, diese blöden Frösche, dann bist du mit den Fröschen beschäftigt, dass du die schockanfällig machst. Und dann sind die anderen so schon wieder tot. Gescheitert. Die halten einfach zu wenig aus. Lehre mich all deine Weisheiten. Yeah. Nichts überstürzen. Mal übernimm du. Da muss ich jetzt durch. Kai, tut mir echt leid. Ja. Na? Es ist vorbei. Gibt's noch einen Frosch? Nee. Na toll. Ja, kann ich wieder neu starten. Kannst du die Frösche waren alle tot. Schluss mit lustig. Ey, wie lange soll ich an dieser Mission hängen? Wie lange sollst du daran hängen, wenn entweder das und das andere passiert, aber das andere nicht? Jetzt brauche ich Leben. Kannst nochmal machen. Wobei, Gegenstände gehen auch noch. Ist das lästig, ne? Zielen und Volltreffer! Lehre mich all deine Weisheiten. Übernimm du. Halt. Überlass das mir. Komm anziehen. Geht's dir nicht gut? Erbärmlich, das reicht nicht. Los! Ist das alles? Da geht noch was. Lebt noch, ja. Hatschi! Tut mir echt leid. Okay. Kannst du übernehmen? Ich nicht übertreibe. Übernimm dich nicht. Bin hier dran! Wollen wir? Das triffst du von dort. Zieh dich zurück. Ja! Alles. Los. Es ist aus. Der ist schon wieder tot. Also, ich komme, der krieg ich niemals mehr geschockt. Das ist doch echt kacke, ey. Versuchen wir es gleich noch einmal, Meisterin. Ja. Kann den ganzen Tag so weitergehen, ey. Ich muss mal die Gruppe umstellen oder so, keine Ahnung. Einer, der weniger Schaden macht. Weil ich bin in dem Level, wo alle einfach zu viel Schaden machen für diese Aufgabe. Gruppenmitglied auswechseln. Nehmen wir ihn hier raus. Wir nehmen mal. Nehmen wir Kate rein. Der kann eh nichts. Jetzt kriege ich das mit den Fröschen gut hin, dass die Schockanfälligkeit gut klappt. Jetzt kriege ich aber dann wegen der Zeit her keinen anderen mehr geschockt. Kate!
Siehst du, die macht einmal Eiszauber, dann ist er auch tot. Wechsel! Jetzt erst, ich zähl auf dich. Hallöchen! Komm, hiermit kann ich den Stun-Balken hochbringen. Mit seinem Megafon, das geht ganz gut. Einfach hier Dauerstun. Die Gegner können sich sowieso nicht bewegen, aber ihr seht, wie der Stun-Balken hochgeht. Nein, nicht auf ihn schießen. Na, ich muss dahin. Der ist fast gestunt. Lass das jetzt. Hör auf. Ja, endlich. Alles geht. Bis hier und nicht weiter. Ja, endlich. Bisschen mit Teamumstellung, dann geht's. Trotzdem ist das eine lästige Aufgabe. Das läuft doch richtig gut. Nee, es läuft gar nicht gut. Es ist lästig. Hoffentlich kommen nicht noch mehr. Nummer 3. Wir stehen noch ganz am Anfang vom Anfang des Anfangs, klar? Aha. Willst du hier runter? Ja. Oh, da ist die nächste Gegnergruppe. Okay, die einen sind einfällig gegen Feuer und die anderen gegen Blitz. Das weiß ich aus dem Kopf. Die Holzdinger gegen Feuer und die Heuschrecken gegen Blitz. Okay, was? Zeig mal eine Aufgabe. Ich führe zwei Schocks herbei, erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. 0 von 4. Und verhindere, dass er kampfunfähig wird. Okay, ich muss zwei Gegner schocken. Okay, verstehe. Das war's! Keine ausgezeichnet! Der Feind ist geschwächt. Einer ist geschockt. Schluckt sehr gut. Daneben. Finish. Genau, bringen wir es hinter uns. Es ist aus. Das war's dann. Ziemlich schwach. Okay, der war sehr viel besser. Sehr nett. Das wäre geschafft. Du willst nicht noch weitermachen, oder? Er will noch weitermachen. Er will noch weitermachen. Du bist doch jetzt schon stark genug. Aber dann bitte du wie der Letzte, weil das ist echt easy. Wenn man die schnell schocken kann, dann schnell töten, fertig. So. Was ist hier passiert? Das ist ein Tombury. Clouds Bastardschwert in Holz. Schon erschöpft? Alter Jammerlappen. Ich werde mal da drüben nach dem Rechten sehen. Hast so lange Pause. Ohne Ausdauer nützt dir Stärke gar nichts. Das meinte Zack auch immer. Das hier war Zacks geheimer Übungsplatz. Auch wenn an ihm eigentlich nichts geheim war. Jeder im Ort kannte ihn. Ich will so werden wie er. Wär doch gelacht. Schau, das habe ich von Zack gelernt. Ja. Schneller. Höher. Immer weiter. Schneller. Höher. Immer weiter. Ich kenne da noch jemanden, der das von Zack gelernt hat. Oder so wird das nicht. Sich abgeschaut hat. Die Winkel der Knie bestimmen die Kontraktion. Du musst die Muskeln in Gesäß und Schenkeln bewusst wahrnehmen. Jawohl. Ich hoffe, Zack geht es gut, wo auch immer er ist. Pause kannst du später machen. Hilfe! Zu Hilfe! Was bringst du denn damit? In Deckung! Sind die böse? Ja, darf ich dir einfach so umhauen? Verhindere, dass er kampfunfähig wird. Okay, das ist das war's! Weiter! Aua. Alter, sind die wild. Dann übernimm. Pfote in Pfote.
Jetzt gibt's auf! Verdammt! Toll, und jetzt habe ich Kate dabei. Ausgehen! Den hier! Mal sehen, was die tun. Überlass das mir! Ah, die laufen hier aber auch wild umher, ey. Ab mit dir! Oh, genau her! Hoppla! Überlass das ruhig mir! Gebet ist noch rausgekommen. Wieso hat Cloud keine Heilung bekommen bei dem Gebet? Oh, bereit? Ich schneide dir eine Pfote. Und los! Wollen wir? War das ganz gut. Kannst du übernehmen? Können Heilung vertragen. Flieh! Andale! Daneben! Das tat weh! Ja, genau! Tschüss! Was soll das? Kastenklatsche! Das war ja wohl übertrieben! Ja! Hallo, was ist das für eine Kamera? Ja. Und tschüss! Stirb! Kastenklatsche! So wird das nicht! Braucht mal kurz eine Pause. Okay, der schubst ihn aber ganz schön rum, ey. Zack. Zusammen, ich steh zu nichts. Der ist immer noch da. Genau her. Hoppla. Daneben. Du schaffst das schon. Nicht aufgeben. Los. Er hat mich angespuckt. Okay, Stufe 4 abgeschlossen. Jetzt hat er aber genug. Dieser Sieg, trägt das Training bereits Früchte? Du hast nicht mitgekämpft. Fantastisch! Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir sehen uns im Dorf. Ja. Hä? Meine Belohnung! Was ist mit meiner Materia? Ja, die will ich auch haben. Krass. Okay, hier hat Zack trainiert. Das ist also hier Zacks altes Panzerschwert. Und vor Zack hat das ja noch jemandem anderem gehört. Also der ursprüngliche Besitzer hat dieses Panzerschwert, was hier als Modell steht, an Zack übergeben. Und als Zack gestorben ist, hat er das an Cloud übergeben. Da hat er also schon viele verschiedene Besitzer gehabt, dieses berühmte Panzerschwert von Cloud. Cloud ist der dritte, der es besitzt. Ich benutze das aber nicht. Moment. Okay, gut. Wir müssen zurück zum Camp, die Belohnung abholen, damit ihn nochmal quatschen. Ich brauche sowieso auch eine Heilung, dann kann ich mich im Lager nochmal aufs Ohr legen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder von Final Fantasy. Hat ein bisschen länger gedauert, das Training. Das war ein bisschen lästig mit dem Herausforderungen, wenn die Gegner schon so leicht sind hier in der Zone, dass sie so schnell aus den Latschen kippen und du dir noch schockanfällig und schocken musst und sowas. Und die aber vorher schon tot sind, ist immer ein bisschen schwierig, das alles hinzukriegen. Aber hat geklappt. Gut, Leute, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Final Fantasy. Ciao, ciao.